Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen uns gerne auch noch neben die Justiz, dann ist sie umzingelt. Soll jetzt aber wirklich keine Drohung sein, denn es ist an der Zeit, Herr Ministerpräsident, vor allem auch die Justiz ohne politische Kommentierung die Wiederaufnahme vorbereiten zu lassen. Und da hilft es auch nichts, wenn wir jetzt wieder einmal Gutachten bewerten, in diese Streitereien verfallen sind, die in Ordnung oder nicht, sondern das Verfahren vor dem Regensburger Gericht wird laufen. Und ich denke, dass mittlerweile auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien die Justiz weiß, was sie zu tun hat. Die Justiz in Bayern ist unabhängig, aber aus unserer Sicht nicht unabhängig genug. Fälle wie die von Herrn M., Ulvi K. oder der Landwirtschaftsfamilie R. sind Nagelproben für unser System und für seine Funktionstüchtigkeit. Sie zeigen aber auch, und jetzt möchte ich mal den Blick ein bisschen weiten, die Grenzen von Kontrolle auf. Und deshalb und nicht umsonst befassen wir Grüne uns immer wieder auch mit anderen Modellen, heißt, wie unabhängig kann Justiz tatsächlich sein, wo müssen wir eventuell noch nachjustieren. Unser Modell, ebenso wie das Modell beispielsweise des Deutschen Richterbundes, das ja auch bei uns allen bekannt ist, ist nicht 100% in der Lage, das muss man einfach sagen, das, was wir hier erleben, in den Griff zu kriegen. Trotzdem und gerade deshalb müssen wir uns aber mit einer unabhängigen Justiz und wie sie aussehen kann, befassen. Selbstverständlich war die Einmischung des Ministerpräsidenten letzte Woche und auch die Anordnung, ich habe das den Medien entnommen, dass es eine Anordnung der Wiederaufnahme war und nicht nur einfach eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, waren selbstverständlich Sündenfälle. Für uns waren das Sündenfälle, wenn man daran denkt, dass eine Anweisung, eine Einmischung in die Entscheidungen der Justiz nicht erfolgen sollen. Trotzdem, aus der Not geboren auch, waren wir für eine Wiederaufnahme, weil wir der Meinung sind, dass das der einzige richtige Weg sein konnte, um hier überhaupt für eine Klärung zu sorgen. Und tatsächlich am letzten Freitag kam dann die Meldung, es ist zu prüfen, ob diese tatsächlich zutrifft, dass der Richter, der über das Schicksal von Herrn M. entschieden hat, sich wohl laut Medienberichten in die Ermittlungsarbeit von Staatsanwaltschaft oder Steuerfahndung oder beiden einmischte, und zwar zum Nachteil des Angeklagten. Und das wäre eine eindeutige Grenzüberschreitung, die nach Kontrolle schreit. Und auch deswegen und gerade aus diesem Grund war die Wiederaufnahme der einzige richtige Weg. Wer aber die Prüfungen dann nachfolgend klar. Wer aber soll Kontrolle in diesem System, das wir haben, ausüben? Wir dürfen es nicht. Gleichzeitig hat die Justiz, so wie sie strukturiert ist, auch keine Gremien, wenn man ganz ehrlich ist, um diese Kontrolle durchzuführen. Weshalb wir bei allen Defiziten, die der Vorschlag des Deutschen Richterbundes und des Bayerischen Richtervereins hat, trotzdem der Meinung sind, wir sollten an diesem System endlich einmal anfangen zu arbeiten, an diesem Modell anfangen zu arbeiten, weil es bei aller Kritik, die man haben kann, etwas beinhaltet, nämlich eine justizinterne Kontrolle. Ob das dann im Gegensatz stehen muss, ja, so ist es. Schauen Sie sich das Modell an, kann ich Ihnen nur anraten, Herr Ministerpräsident. Da sind entsprechende Gremien auch vorgesehen. Ob die dann im Widerspruch stehen müssen zu einer Kontrolle von außen, wie das dann läuft mit den Staatsanwaltschaften, ob die da mit dazugehören, das kann man diskutieren. Im bestehenden System, so wie es ist, müssen wir jedenfalls feststellen, dass wir dann, wenn es wirklich hart auf hart geht, wenn man noch mal überprüfen muss, ob Entscheidungen richtig waren, wir uns sehr schwer tun und wir uns fragen müssen, wo wollen wir mit unserer Justiz denn eigentlich hin? Kontrolle muss, und das jetzt auch an die Adresse trotzdem der Justiz, muss natürlich auch gewollt sein.
Und sollte es Kontrollmöglichkeiten geben in ferner Zukunft, die durchaus justizintern auch Kontrolle zulassen, dann muss man diese auch ausüben, ohne Rücksicht auf das Ansehen einzelner Personen oder Kolleginnen und Kollegen. Wir werden sehen, wie sich hier die Wiederaufnahme weiter gestaltet. Wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Wir werden natürlich beobachten, das dürfen wir. Und wir werden dann, wenn neue Dinge ans Tageslicht kommen sollten, auch entsprechend nachhaken. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin.